Okay, hallo. Also Kira, im besten Fall, was machst du morgens halb 10? Wenn ich nicht gerade eine Vorlesung habe, dann mache ich da meistens meine erste Pause, mache mir einen Tee und quatsch ein bisschen. Okay. Und ganz kurz zu deiner Person erstmal. Wer bist du denn? Stell dich doch mal kurz vor. Also ich bin Kira, ich bin 27 und ich studiere Physik im Mono. Und du arbeitest im FSR und wie bist du darauf gekommen? Also, bevor ich das Studium angefangen habe, kannte ich schon einen, der hier an der Uni auch Physik studiert. Und der ist auch im Fachschaftsrat. Und nachdem ich dann an der Uni Potsdam angefangen habe zu studieren, hat er mich dann einfach mitgeschleppt. Und es hat Spaß gemacht, als bin ich dort geblieben. Das klingt ja schon mal gut. Hättest du denn drei Begriffe zum FSR, wie du ihn beschreiben würdest? Also, ich würde ihn beschreiben als kommunikativ, lustig und erfreulich. Das klingt sehr positiv. Was schätzt du denn am FSR? Ich schätze total die tollen, engagierten Menschen dort. Man wird überhaupt nicht verurteilt. Man kann sich, also es gibt keine doofen Fragen oder Ideen. Man kann sich so ausleben, wie man ist. Und man achtet aufeinander. Und ich finde es sehr schön, dass man so viel erreichen kann in unserem Fachschaftsrat, da gerade alle Ideen auf fruchtbaren Boden fallen. Und was auch sehr, sehr schön ist, dass man sehr viele neue Leute kennenlernt. Also aus anderen Semestern lernt man Leute kennen und man lernt auch die Profs aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Und es gibt auch immer wieder eine ZAF, das ist die Zusammenkunft aller physikalischer Fachschaften. Da lernt man dann sogar andere Physiker von ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich kennen. Oh, das klingt wirklich sehr gut. Dann erstmal zur Universität an sich. Was magst du denn an der Universität Potsdam? Ich mag es total, dass es so eine kleine Uni ist. Da lernt man seine Kommilitonen viel, viel besser kennen, weil man so eine kleine Gruppe ist und dann kennt man jeden und man kennt sie auch alle viel besser, habe ich das Gefühl. Und auch die Profs kennt man dann besser, beziehungsweise die Profs kennen einen auch dann besser, weil sie ja nicht so viele Studenten haben. Und falls dann mal irgendwie ein Problem auftritt oder irgendwas schiefläuft, dann klappt die Kommunikation auch viel besser, weil man nicht eine von vielen ist, sondern die Profs auch den Namen von einem kennen und dann. Ja, finde ich das immer wieder ganz schön. Das klingt auf jeden Fall sehr heimlich. Ja. Wie würdest du die Uni denn einer unbekannten Person beschreiben, die sie nicht kennt? Also ich beschreibe jetzt mal den Campus Golm, weil ich da studiere. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner, angenehmer Campus. Er ist modern und aber auch sehr grün. Und es gibt auch viele coole Anlagen. Also es gibt zum Beispiel ein Fitnessstudio, es gibt ein Volleyballfeld, es gibt eine Tischtennisplatte und auch viele Sitzmöglichkeiten. Und wir haben auch hier die Bib auf dem Campus. Das macht es sehr angenehm. Ja, sind die Laufwege nicht so lang. Ja. Was schätzt du denn an deinem Institut? Ich schätze sehr, dass die Professoren alle sehr engagiert sind. Wenn wir ein Problem haben, also wir Studierenden, dann fällt es immer, also dann wird es immer sehr, sehr gut aufgenommen. Es ist nicht lästig oder nervig, sondern man kommt gut ins Gespräch und es gibt eigentlich immer eine Lösung. Und das schätze ich ziemlich. Ja. Wenn du dich mit Studieninteressierten oder Schülern und Schülerinnen unterhalten würdest, was würdest du ihnen für Tipps geben? Ja, also es wird einem immer, habe ich das Gefühl, so gesellschaftlich oder familiär auch ein bisschen Druck mitgegeben, dass man jetzt schon mit 18, 19 unbedingt wissen muss, was man will im Leben. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Natürlich, also wenn man es nicht weiß, natürlich gibt es immer Menschen, die das schon wissen, aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das nicht weiß. Und dann ist es auch überhaupt nicht problematisch, wenn man mal ein Studium abbricht oder wenn man nicht gleich mit dem Studium anfängt, sondern nach dem Abitur erstmal sich selbst so ein bisschen untersuchen geht auf irgendeiner Reise oder dass man erstmal arbeiten geht.
dass man sich selber besser kennenlernt und auch von anderen Seiten kennenlernt, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht irgendwas lernt, was dann 40, 50 Jahre Berufserfahrung, wahrscheinlich 40 Jahre, deinen Weg begleiten wird. Und das macht dann keinen Spaß. Das ist dann ein bisschen blöd. Da ist es dann besser, sich jetzt die Zeit zu nehmen, erstmal ein, zwei Jahre zu gucken, wer bin ich, wenn man sich unsicher ist natürlich, und herauszufinden, was will man den Rest seines Lebens machen und sich da jetzt nicht so den Druck geben. Und dann ist es auch besser, sich nicht für ein Studium zu entscheiden, wo man viel Geld verdient, sondern wo man viel Freude erfährt. Das klingt sehr gut. Okay, und du studierst ja Physik. Wie kamst du denn dazu? Also, ich studiere ohne Abitur, muss ich dazu sagen. Und es war einfach, also ich habe mich mit 16 angefangen, für Physik zu interessieren. Aber ich habe mir das nicht so ganz zugetraut. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht und bin dann einige Jahre arbeiten gegangen. Und die Leidenschaft zur Physik hat mich immer mehr eingenommen. Und bevor ich mir dann die Frage gestellt habe, also ich wollte mir nicht weiterhin die Frage stellen, was wäre, wenn? Also dachte ich mir, ich probiere es jetzt einfach mal. Es gibt nämlich die Möglichkeit, ohne Abitur zu studieren, wenn man eine Berufsausbildung hat und einen Realschulabschluss. Und wenn die Berufsausbildung dann in einem ähnlichen Bereich ist, also ich habe zum Beispiel eine physikalische Ausbildung gemacht auf dem Bau, dann kann es sein, dass die Hochschule einen zulässt, wenn man danach auch noch gearbeitet hat in dem Bereich. Also in Brandenburg sind es zum Beispiel 2 Jahre, die man gearbeitet haben muss, und in Berlin 3 Jahre. Und dann kann man einen Antrag stellen und wenn der genehmigt wird, dann kann man studieren. Und hier bin ich. Das klingt ja super. Ist Ja. ja auch ein außergewöhnlicherer Weg. Ja. Okay, wenn du etwas an der Uni verändern könntest, unabhängig von Zeit und Geld, was würde das sein? Also ich fände es erstmal entspannter, wenn man im Wohnheim länger bleiben darf. Bisher darf man 4 Jahre bleiben, in Ausnahmefällen auch länger. Dann wird man aus dem Wohnheim geschmissen. Da fände ich es cool, wenn man einfach unbegrenzte Zeit hätte. Und ich würde mehr lebensnahe Kurse gerne anbieten. Also es gibt ein paar an der Uni, aber man kann nie genug davon haben. Da gibt es natürlich das klassische Beispiel, wie füllt man eine Steuererklärung aus? Aber da gibt es auch viele andere lebensnahe Kurse, die man anbieten könnte. Beispielsweise, wie lerne ich mit Stress umzugehen, irgendwelche gesellschaftskritischen Themen und um einfach sich selber besser kennenzulernen und dann auch sein Studium besser bestreiten zu können und zu wissen, wo soll es hingehen, was will ich machen. Ich würde mich auch bei der entsprechenden Kommission gerne für eine längere Regelstudienzeit einsetzen. Ich finde es nicht sinnvoll, dass man das Wissen so reinprügelt. Wenn einem gerade was interessiert, dann hat man gar nicht die Zeit, sich da weiter zu belesen, sondern man muss weitermachen und das ist immer ein bisschen schade. Das wäre cool, wenn es einfach eine längere Regelstudienzeit geben würde. Und ich fand es auch cool, wenn man gemeinsame Ausflüge macht im Jahrgang, gerade weil wir so eine kleine Uni sind und dann sich besser kennenzulernen und die Profs auch dann, also mit den Profs und allen Studierenden Ausflüge machen. Das fand ich cool. Und man könnte darüber nachdenken, ob man für Leistungspunkte dann nicht auch direkt arbeitet in dem Institut, wo man dann seine Bachelor- bzw. Masterarbeit schreibt. Ja. Klingt ja schon mal nach sehr vielen ja, gut Anforderungen und Ideen, aber die klingen sehr gut. Dann zum Schluss jetzt nur noch, was wird heute deine letzte Amtshandlung sein? Ich werde glücklich den Rechner ausschalten und meine Tasse Tee spülen. Das klingt super. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Kira. Danke, dir auch.